Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch heute mit einer kleinen Überraschung. Und an der Stelle gehen ganz, ganz liebe Grüße an Edo und sein Team raus. Mille grazie, grazie mille für das Vertrauen, damit ich euch die Land of Italy vorstellen darf. Ich hatte mal wieder das Vergnügen, mit dem guten Mario die Karte vorzustellen. Die Karte zur Information wird am 29. am Sonntag, an diesem Sonntag, wenn ihr das Video seht, erscheinen auf der Seite von Edo. Ich werde natürlich alle Links auch zu Mario unten in die Videobeschreibung verlinken. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Lehnt euch zurück, gönnt euch einen kleinen Espresso und genießt das Video. Benvenuti, Signore, Signore, dalla mappa Italia, Land of Italy. Ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind in einer Preview-Reihe zur Land of Italy, die jetzt wirklich fertig ist und kommenden Sonntag am 29.10. für euch auf den Download-Seiten verfügbar sein wird. Link natürlich dann in der Videobeschreibung. Aber ich begrüße hier meinen Compadre, den lieben Yogi. Buongiorno, grüß dich. Ja, wir haben die große Ehre, von Edoardo die Karte bekommen zu haben im Vorfeld. Und deswegen gilt unser Dank natürlich in erster Linie mal den Moddern der Karte. Und wir können uns jetzt mal hier ein bisschen in Ruhe die ganze Szenerie angucken, die Karte euch vorstellen. Ihr habt alle Zeit der Welt. Wir werden sicherlich das in drei Teilen machen, also kriegt ihr in den nächsten Tagen jeweils Teile, um die Karte genau zu erforschen. Ein paar Sachen habe ich ja schon mal gemacht, könnt ihr euch angucken, auch der Traktor, den haben wir ja schon vorgestellt. Guckt euch den gerne nochmal an, ich verlinke das in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, Yogi, starten wir mal unsere Rundgang über die Land of Italy. Ich bin startbereit. Sehr gut. Du bist noch nicht auf der Karte gewesen, ne? Ganz ehrlich, noch gar nie, noch nicht mal in den früheren Teilen. Das ist tatsächlich heute das erste Mal für mich. Ja, das ist hervorragend. Das trifft sich immer gut, wenn jemand wirklich ganz neu auf so eine Karte kommt. Ich habe die Karte gesehen in diesen Vorschau-Varianten, aber auch noch nicht final. Da werden wir sicherlich jetzt in den nächsten Tagen zu kommen. Aber ich kann dir schon ein bisschen was sagen. Also die Karte ist natürlich komplett neu aufgebaut aus dem 13 ist quasi das Grund, also die Landschaft irgendwie übernommen, aber natürlich ist sie komplett angepasst an den LS22. Und hier siehst du das eigentlich auch schon für die Karte. Ist wichtig, liebe Zuschauer, ihr braucht Enhanced Animal, ist aber alles in der Kartenbeschreibung auch hinterlegt. Also deswegen gibt es hier diese kleinen Tierchen, da gibt es entsprechend die Ziegen und Schafe. Wir sind hier auf dem Schafhof unterwegs und ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, die Trigger eingeblendet? Nein, das ist ein guter Hinweis, weil ich bin ja momentan so ein bisschen realistisch unterwegs und da habe ich das Zeug immer ausgeschaltet. Mache ich auch in der Regel, aber hier auf der Karte, gerade jetzt für die Vorstellung, ist das wirklich gut. Oha. Zumal die sehr besonders gemacht sind, muss man auch noch sagen. Also die sind wirklich schick gemacht, wie ich finde. Da steht ein Text drin, damit du genau weißt, was in diesem Trigger hier gerade passiert. Und wenn man die Karte erstmal so ein bisschen angelernt hat, dann kann man natürlich irgendwann auch die Trigger wieder ausmachen. Aber also hier kannst du nur wirklich nicht mehr die Trigger verfehlen. Also das ist mal wieder eine einzigartige Idee. Das ist schon sehr cool, ne? Besonders, dass es da reingeschrieben ist. Super. Finde ich auch schon ein richtig cooles Ding. Zumal die auch, müssen wir mal gucken, diese umlaufenden Bänder, die laufen zusammen, dass du immer aus jeder Richtung den Text lesen kannst, egal von wo du guckst. Das ist völlig irre, muss man rumlaufen. Keine Ahnung, wie die das gebaut haben, aber sie haben es irgendwie wieder hingekriegt. Cool. Der Schafhof hier, also nicht nur, dass der wirklich schick aussieht, die ganze Deko hier rundherum, das ist wirklich mit viel, viel Liebe wieder gebaut. Auch hier dieser Bereich, wo die Schafe reingeführt werden, kannst du nämlich hier vorne gucken, da ist tatsächlich die der Bereich, wo die Schafe geschoren werden. Da liegt sogar hier, da ist das, wie heißt denn das, das Haarschneidgerät? Ich weiß nicht, wie das liegt da auf dem Boden, genau. Ja? Der Haartrimmer. Ja. Das ist mal Liebe zum Detail wieder. Ja, absolut. Und man kann sogar auch rein. Natürlich alles zum Öffnen.
Das passt wirklich ganz cool, weil du dann hier wirklich den Trigger hast, wo die Wolle geholt werden kann. Mhm. Also das ruft quasi wirklich nach einer Rollenspielkarte, weil die wirklich so, so schön aufgebaut ist, stimmig in sich. Die kannst du wirklich ganz sauber spielen. Und ja, da hat die Dame des Hauses sogar die dreckige Wäsche noch hängen. Ah, nee, die saubere Wäsche natürlich. ja, hier gibt es natürlich auch die üblichen Trigger an den Gebäuden. Seht ihr hier, Schlaf-Area, Management-Point, also da kannst du entsprechend die Themen angucken. Aber das, was hier wirklich noch neu ist an dem Schafhof, ist tatsächlich diese Melkanlage hier hinten. Du kannst hier wirklich Schafsmilch einsammeln. Hast du sowas schon mal getrunken? Ziegenmilch und so? Also by the way? Ja, ja, habe ich tatsächlich schon mal. Es ist, bei Ziegen kommt es tatsächlich immer ein bisschen drauf an, wie die gefiltert sind und sogar wie die Ziegen gehalten sind, was die kriegen. Auch bei Ziegenkäse. Es gibt furchtbar starken Ziegenkäse. Da hast du das Gefühl, du beißt wirklich in den Stall rein. Mhm. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr guten Ziegen- und Schafskäse. Also theoretisch ist ja alles das, was vom Döner ist, Schafskäse. In der Theorie. In der Theorie. Ja, hier haben wir auf jeden Fall wirklich einen ganz stimmigen Hof. Und hier kannst du auch von hinten ranfahren. Natürlich an den Milchpunkt, da musst du entsprechend ran. Wenn man hier vorne rumgeht, hast du natürlich... Das ist auch cool, ne, dass diese unterschiedlichen Farbnuancen den Workshop eben. Werkstattträger hier kannst du auch wieder natürlich aufmachen. Und hast eben alles, was du dafür brauchst. Also ich weiß nicht, was ich mit dem Kantenschneider machen soll, ob ich da die Reifen irgendwie so ein bisschen nachfräse. Hast du etwa keinen Garten, wo man da ab und zu mal ein bisschen nacharbeiten muss? Ja, stimmt. Hier ist ja durchaus einiges, was ein bisschen freigeräumt werden müsste. Schön. Sehr, sehr schön. Ne? Toller, toller Hof. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal zu sagen, die Modder, die hier zusammengearbeitet haben für die Land of Italy, das sind natürlich Eduardo für die Gebäude, die hat er da übernommen, Edo-Mod. Dann hat Sukas damit gearbeitet, Esbafo und Marco LS, das sind die, die für die Karte zusammengearbeitet haben. Ist echt eine schöne Nummer, dass sich da so wirklich Modder zusammentun und gemeinsam an so einem coolen Ding arbeiten. Der Schafhof ist hier noch nicht zu Ende, Jogi. Hier hinten gibt es nämlich noch Silo-Anlagen. Ich mag das ja, wenn so ein Hof aufgeteilt ist und so eine Straße dazwischen noch durchgeht. Ich mag das irgendwie, warum auch immer. Ja, weil das so realistisch ist einfach, ne? Weil das so, es ist gebaut worden, es ist nachjustiert worden, die Silo-Anlagen sind ja auch deutlich, also auch wenn sie schon älter wirken hier, sind sie ja deutlich größer als für den Schafhof wahrscheinlich ursprünglich geplant. Mhm. Und ich denke, daran liegt es. Guck mal, solche Details mag ich jetzt. Es sieht vielleicht plump aus. Aber ich kann mir da direkt eine Story draus reiben. Die Box hier wurde ausgewaschen und wurde umgedreht, dass sie schön austrocknen kann. Genau so, ja. Und ach, das findest du einfach an jeder Stelle immer wieder, ne? Hier innen drin ist auch übrigens noch natürlich Trigger mit allen Möglichkeiten. Also die ganze Holz-Silo-Anlage hier innen drin. Wow. Das ist einfach ein Träumchen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich kannst du überall rein und rausgehen. Ne? Das ist einfach alles berücksichtigt. Und hier wird übrigens auch das Silo entsprechend gefüllt mit dem Gebläse und mit der Getreideschnecke da unten drunter. Muss natürlich aufpassen. Ne? Also, wo hier geht, ist noch relativ hoch, aber doch mit den LKWs kommst du, glaube ich. Ja, das geht schon. Geht, glaube ich. Aber da musst du erstmal da reinkommen. Ne? Ist ja durchaus eng hier hinten. Ja, und hier vorne, warte mal, wo war's? Da. Das finde ich auch so irrsinnig. Das machen die italienischen Mapper einfach irgendwie ganz süß, dass du wirklich verschiedene Brücken hast, dann aber auch wirklich Wege drunter durch und dann von anderen Seiten hin kommst du an die kleinen Felder, die dahinter liegen. Na, hier hast du noch so ein schmales Feld, das irgendwie am Kartenrand liegt. Das ist einfach cool gemacht. Schön. Und auch nicht irgendwie Blumen oder sonst irgendwas einfach allgemein hier, sondern das ist wirklich zufällig gemalt oder auf jeden Fall sauber gemalt, sodass die, ja, dass es nicht so gewollt auswirkt, das ist nicht angelegt, sondern wirklich so frei und wild gewachsen hier, ne? Ich sehe halt, wie oft der Mapper
die Foliage umwählen musste, die Bodentextur. Das ist eine Heidenarbeit hier. Ja. Ja, und dann passt das natürlich wieder nach Italien, dass hier überall immer so ein bisschen Geröll zwischen ist und ein bisschen blanker Boden, weil es ja auch, und das Gestrüpp sieht dadurch auch trockener aus irgendwie. Also das ist einfach toll gewählt. Da sieht man schon, dass das eher südeuropäisch unterwegs ist, ne? Ja, ich komme schon alleine in Schwitzen, weil ich hier rumlaufe. Schön. Gut, ich würde sagen, wir sollten jetzt mal den, holen uns mal unsere schönen Traktoren. Ja. Und dann verlassen wir mal den Schafhof. Ich weiß, liebe Zuschauer, es gibt so viel zu sehen und zu zeigen, aber ich kann euch nur anhalten. Guckt euch die Karte natürlich selber an. Ihr müsst die erleben. Wir können wirklich nicht jede Ecke und jedes Detail zeigen. Wir versuchen natürlich, euch das ein bisschen schmackhaft zu machen und die Zeit zu überbrücken bis kommenden Sonntag, bis ihr die selber runterladen könnt. Ab 7 Uhr, glaube ich, hat Eduardo geschrieben, ist der Download offen. Mhm. Da habt ihr auf jeden Fall den ganzen Sonntag was zu spielen. So, wir bleiben mal in der Außenansicht für die Vorschau hier. Dann fahren wir mal los mit unseren Brüllmaschinen. Ich sitze ja zum ersten Mal in dem Schlepper drin, ne? Schönes Gerät, ne? Oh, und dieser Blow-Off-Sound. Hab ich. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich in den Bereich, den haben wir in den letzten Previews auch durchgesehen. Das ist die Zufahrt zum Weingut, da gucken wir uns aber später nochmal an. Mhm. Aber auch das wieder. Das ist ja wieder ein Highlight. Da geht wirklich so ein Tor nach Narnia auf, oder? Wenn du hier so durchguckst. Ja, komm, wir müssen zumachen. Ich habe jetzt gar keine Zeit. Das wird dir heute wahrscheinlich noch öfters passieren. Halte dich an den Plan, Mario. Ja, halte dich an den Plan, genau. Auch das hier, dass hier so Betonstützen dann vor dem Zaun liegen. Weißt halt nicht, wo du als erstes hingucken sollst. Nee, wirklich nicht. Das ist einfach so. Ich liebe das ja sehr, wenn das wirklich so aussieht wie, ja, wie in Italien halt so gebaut. Na, hier gibt es so eine schöne Straße, aber der Rest ist so ein bisschen zusammengewurscht oder zusammengeschustert. So wie die Brücke gerade dahin passte, die halt da reingebaut war. Das ist völlig egal, wie das überall stehen wird. Aber ich halte mich an den Plan. Jetzt mal, was ich hoffe. Doch, wir sind auf dem Weg, oder? Sieht gut aus, ja. Ich glaube, wir wollten hier einmal nach links rüber, ne? Aber ich sehe es gerade, wir müssen auf jeden Fall hier rechts einmal anhalten. Ist halt auch schön hier, ne? Guck mal, hier sind sogar Zuckerrohrpflanzen dazwischen gestellt als Schilf. Ja, Wahnsinn. Oder? Das sind doch Zuckerrohrpflanzen, oder? Ich hätte es schon auch gesagt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber ja, wenn es so ist, so ein Schiff, geile Idee. Ja. Jetzt ja, nämlich cool. Ja, und hier dann einfach mal so eine schöne Baustelle dazwischen. Muss auch erstmal kriegen, ne? Ja. Die ganzen Baustelleninfos muss auch erstmal haben. Das ist ja fantastisch. Mario, da muss ich dir jetzt eine kleine Anekdote kurz erzählen. Ja, bitte. Ich mache das ja immer gerne. Ich nehme ja vorhandene Sachen und bastel da mir so mein Zeug draus. Und ich glaube, die Jungs haben das identisch gemacht. Weil die ganzen Prefabs, was ich hier so sehe, das ist eigentlich alles aus dem Dekopack. Und alles so hinplatziert, dass es nachher tatsächlich aussieht wie eine Baustelle. Jetzt wäre das eine Baustelle, ne? Ja. Fantastisch. Ja, das, ich glaube, den machen auch viele so. Also das passt ja schon auch. Was ist denn hier? Das ist doch hier so ein Brunnenbohrer, oder? So ein Tiefenbohrer für wahrscheinlich Betonpfähle. Ja. Haben sie den ausgegraben? Obwohl, das könnte tatsächlich sein, dass der so noch aus dem 13er übrig geblieben ist, wenn ich mir den so angucke. Ja, das, aber da haben wir momentan massive Probleme. Solche Deko-Fahrzeuge gibt es einfach keine schönen. Da gibt es nicht mehr viele. Ja, ne? Ja. Nee, stimmt schon. Deswegen. Gut, wir haben ja... ich glaube tatsächlich, dass die Modder das auch am Handel gewählt haben. Ich meine, da habe ich ein paar echte Fahrzeuge stehen sehen. Mhm. Wahrscheinlich genau aus dem Grund. Ja, deswegen, da bin ich eigentlich nicht so Fan davon. Das sage ich auch immer ganz ehrlich. Wegen der Performance, ne? Ja, auch so. Es sieht halt nicht mehr zeitgemäß aus. Jetzt so als Deko-Objekt weit weg von der Straße, okay.
Aber ja, wenn das jetzt beim Händler rumsteht, finde ich es dann wieder nicht mehr ganz so cool. Ne, ich glaube, beim Händler hat er echte Geräte hingestellt. Also hier richtige Mod-Fahrzeuge. Mhm. Hier wollten wir rein, oder? Ja. Ist auch wieder ein tolles Eingangsportal. Ne, ich glaube, wir wollten hier gar nicht hin. Ist aber egal, dann müssen wir den Plan einfach umbauen. Ich glaube, wir kommen hier am Kuhhof aus, oder? Das ist der, ja, Kuhhof. Da hast du recht. Fall. Aber das ist nicht schlimm, dann machen wir jetzt den Kuhhof tatsächlich auch. Freuen sich die Zuschauer auch, weil das was Neues ist, haben sie noch gar nicht gesehen. Und ich sag euch ganz ehrlich, das ist eine richtig, richtig coole Nummer. Also zum einen hat man hier oben natürlich wieder diese Ablagen. Das macht der Eduardo ja bei den Gebäuden irgendwie so cool, dass du wirklich in verschiedenen Ebenen Ablagen kannst. Du kannst mit dem Teleskoplader die Sachen da oben auch selber drauflegen, wenn du magst. Mhm. Und entsprechend auch runterholen. Aber die Jungs haben sich hier was Neues ausgedacht. Und zwar gibt es hier Input- und Output-Area. Also das sind tatsächlich Storages geworden, die man hier legen kann. Und ich glaube, ich hole mal eben einfach eine Palette oder zwei dazu. Dann haben wir zwei Mineralfutterpaletten. Ja. Ich schiebe die mal einfach darüber. Und dann ist die da tatsächlich weg. Oh, fantastisch. Und da oben, seht ihr, sind die reingekommen. Also ich habe vorhin schon welche zum Test reingelegt. Und da oben sind tatsächlich jetzt vier Paletten drin. Du kannst mit der Maus, mit dem Mausrad kannst du hoch und runter zoomen. Ja, passt. Ich denke mir jedes Mal, es wäre doch vielleicht cool, wenn das mal noch funktionieren würde, dass du hier die Ballengabel oder so reinlegst und es auch ins Regal reinkommt. Muss ich mir jedes Mal legen. Ja, als Objekte. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber tatsächlich, also das hier ist natürlich das Storage-Script von Giant selber. Mhm. Und die können das natürlich nicht. Ne? Ja. Ja, aber urcool natürlich, dass das jetzt hier funktioniert und auch mit reingenommen wurde. Hier gibt es ja entsprechend dieses Manage-Point. Wenn ihr Sachen wieder rausholen wollt, können wir eins rausladen. Dann liegt die auch hier wieder. Sehr schön. Ja, also das hier auf jeden Fall zum Kuf, zum Storage Area. Hier gibt es die Animal Loading Area. Das heißt also, hier könnt ihr die entsprechenden Kühe auswählen. Ich habe aber ein paar eigentlich gekauft. Ich wundere mich gerade, wo sind denn die? Also ich sehe hier links drüben, beim Herfahren habe ich welche entdeckt. Ach, pass auf, dann gibt es wahrscheinlich, ja, ich weiß was, wahrscheinlich gibt es zwei Ställe. Kann es sein, dass eins vielleicht für Kälbchen ist oder so? Wenn wir ja, extra Enhanced drauf haben? Ja, das kann schon sein. Hier stehen, ja, ach, guck mal, hier stehen sie. Hier habe ich es auf jeden Fall gekauft. Na, guck mal. Guck mal hier. Weißt du, den Kühen geht es aber auch richtig gut, Mensch, ne? Die haben hier aber direkt die Möglichkeit, hier schön den Rücken massieren zu lassen. Ich mache das auch mal eben, stell mich mal eben da drauf. Schön Wellness. Oh, herrlich. Auch das hier, ne, man, es gibt halt nichts komplett durchgezogen. Es ist nicht komplett irgendwie Wiese, sondern wirklich mit den Gehflächen auch da so ein bisschen Matsch dazwischen ist, die Hufdrücke. Das gibt es ja die entsprechenden Texturen, aber das sieht einfach stimmig aus. Das passt hier einfach ganz gut. Ja, kann sich hier wirklich verlieren. Ihr solltet natürlich niemals, ne, passt auf, niemals in solche Weiden rein, wenn die, ja, da steht er schon auf, wenn die Bullen hier rumlaufen. Hier hinten sind die, die Siloanlagen. Guck mal, dieser ist auch relativ, ist auch relativ groß, ne? Silage, Fahrsilo. Mhm. Also kann man natürlich auch, könnt ihr natürlich auch Ballen reinstellen und dann noch zusätzlich Fahrzeuge reinstellen, aber ihr könnt das natürlich auch decken. Eine relativ normale Silo-Funktion. Das ist auch hier, soweit ich weiß, der größte Hof. Und das seht ihr auch, glaube ich, an den Dimensionen hier, wenn wir hier gerade langlaufen. Hier entsprechend mit Lagermöglichkeiten. Und hier kannst du natürlich deine Sachen ablegen, wenn du magst, ne? Ja. Also hier Frontladerwerkzeuge. Hast du da wirklich genug Platz, auch mal eine Schaufel reinzulegen. Ich mag es irgendwie so, dieses Urige, das kriege ich nie hin. Deswegen gefällt mir das immer besonders gut bei anderen. Ja, das haben sie hier wirklich sehr gut getroffen. Das ist wieder so eine. Und es wirkt stimmig, es wirkt überhaupt nicht aufgesetzt, ne? Was haben wir denn hier?
Grain Loading Area. Okay, das ist dann von dem Getreidesilo. Das ist auch, dann haben wir es auch gehabt. Also wir haben jetzt heute tatsächlich beide Höfe mit Getreidesilos angeguckt. Und hier übrigens, oh, diese Tore, die sind auch toll. Mit diesen dreckigen Glasscheiben drin. Übrigens Wassertrigger für die Kühe, ne? Ah ja, genau hier. Ganz wichtig. Großen Wasserfass. Übrigens hier außen diese Säule, diese glasige, das ist tatsächlich, die Wassersäule zeigt es sogar an. Wenn da Wasser drin ist, dann kriegst du es da angezeigt, wie hoch das Wasser steht. Ach, wie genial. Sehr schön. Hammer, ne? Macht der Eduardo immer ganz cool. Und hier gibt es übrigens nochmal ein, so eine Ladezone, das ist also auch nochmal ein Storage. Und das kannst du, da kannst du, hier kannst du sogar hochlaufen. Dann siehst du sogar, wie viele Paletten da oben drin sind. Ich habe hier mal eine Schweinefutterpalette reingelegt. Ich bin ja mal wieder zu doof für die Treppe. Hast du ein bisschen zu viel Krafttraining gemacht. Schön. Ja, dann hast du hier die Paletten drin liegen. Cool, ne? Mhm. Ich hatte da vorne was entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Mit dies. Ich wollte, ja. Hier vorne mit irgendwas Technisches. Als würde hier irgendwas laufen. Das hier, kann mir das noch nicht erklären. Diese Ventilatoren hier oben? Nein, das hier, wo ich da davor stehe. Das ist irgendwie so eine Art Schienensystem oder sowas. Ja, das ist, das kann ich dir erklären. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob es funktioniert, aber das ist tatsächlich der Mistschieber. Wenn ihr hier hinten, das ist an einem Seil, hier in der Mitte unten, da ist ein Seil drin. Und hier unter der Platte, wenn du mal so ein bisschen runter zoomst, da würde der Schieber liegen. Ah. Kannst du vielleicht sehen, wenn du so ein bisschen mit der Maus mal so runter scrollst. Ja. Und den ziehst du mit dem Seil nach vorne und dann ist alles, was hier liegt, ne, wenn die Kühe hier halt in ihren Ställen sind, alles, was hier zwischen liegt, wird hier rausgeschoben und rausgezogen. Und das fällt dann hier quasi vorher runter. Ah, cool. Auf diese Mistplatte. Sehr schön. Auch die Ventilatoren hier sind auch wieder cool gemacht, ne? Also die Belüftungsventilatoren, dass die hier. Das sieht einfach sehr klasse aus. Ich finde übrigens, guck mal hier. Auf die Wand. Ich finde, was immer so ein Highlight ist, ist, also irgendwann erkennst du Texturen wieder, aber das dauert so lange bei Eduardo, dass man, ich finde, egal wie weit du weggehst, man findet irgendwie diese Texturflächen nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, dass du den Übergang siehst, wo es von vorne wieder beginnt. Ja, genau. Ja. Und das macht es schon auch aus, ne? Das ist völlig egal. Also, man kann sich hier wirklich alles angucken. Das ist unglaublich. Es gibt die Karte übrigens, das müssen wir jetzt an der Stelle auch sagen, wenn wir über Texturen sprechen, es gibt die in drei Texturvarianten. Ich glaube, die Karte soll auch in ModHub kommen. Da kommen die mit den Standard-Giants-Texturen, auch in der Größenordnung. Es gibt die aber auch mit High-Res-Auflösung. Und zwar in 256 Pixel, also Giants macht die, glaube ich, mit 128 Pixel pro Meter. Und dann gibt es die mit 256 und nochmal 512. Aber die, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr die runterladen wollt, die sind tatsächlich kostenpflichtig. Die kosten 5 oder 7 Euro für die gesamte Karte. Je nachdem, wie ihr die runterladen wollt. Aber ich kann euch versprechen, die Texturen sind auch schön, wenn ihr die nicht in einer hochauflösenden Variante habt. Dann könnt ihr vielleicht nicht ganz so nah rangehen, wie ich das hier gerade tue. Aber vielleicht tut man das auch nicht unbedingt. Nur für die Leute von euch, die wirklich auf ganz hochauflösende Sachen stehen und Design mögen und riesige Bildschirme haben, für die lohnt es sich dann vielleicht doch mal dazu zu schnappen. So, ja, hier vorne dann tatsächlich auf der anderen Seite, das wird dann noch ein zweiter Stall sein, auch hier mit dem, ja, gleiche Funktionalität hier. Und ich gehe davon aus, dass wir auch hier, ja, wahrscheinlich kannst du hier dann Kälber reinlegen, also das ist auf jeden Fall auch für Kühe. Na, hier kann man die kaufen, die gehen 200 rein. Mhm. Ich glaube auf der anderen Seite, jetzt muss ich gerade eben gucken, aber ich glaube, da gingen 600 rein. War so, ne? Müssen wir eben gucken. Ja, den 600 rein. Also insgesamt 800 Tiere auf dem Kuhhof hier. Da hast du schon ordentlich was zu tun. Also ja, da musst du die Flächen hier schon ganz schön beackern. So, was haben wir da hinten? Ist der Güllebehälter. Güllebehälter und links unten Manure.
Ja, guck mal hier. Slurry Storage Point. Ja, die Mistplatte. Genau, die haben wir ja hier. Genau, ist genauso wie hier wieder drüben auch. Ja. Genau, und hier gibt es dann tatsächlich auch nochmal Slurry Storage Point. Das ist auch Hammer, ne? Dass das die zwei Ställe dann auch nochmal so unterschiedlich aufgebaut. Das ist einfach toll aus. Ich bin bloß geschlagen. Ich kann das immer wieder sagen, ne? Das ist, das sind einfach so schöne Höfe. Und auch das wieder ganz toll, finde ich, in die Landschaft eingebunden. Hier vorne, also jetzt, wo wir stehen, gerade im hinteren Bereich, entsprechend Zugänge zu Feldern. Im kleinen Bereich und auch im größeren. Was ist denn hier hinten noch? Sieht aus wie eine Auffahrtsrampe oder so. Misthaufen. Ach, aber guck mal hier. Das ist richtig cool. Also du kannst hier Mist speichern. Mist Storage Point. Und hast dann hier unten, das passt wieder zu 100% zum Eduardo, dass du wirkliche Techniken hast, die es so in echt gibt. Das gibt es hier so ein Kratzbodensystem quasi, der hier hinten, weil es zusammenläuft, was dann hier hinten durchgezogen wird, wo du dann wirklich Mist überladen kannst. Mhm. Nicht so wie bei Giants, wo es einfach so rein, ja, reinsaugt, sondern realistisch mit einem entsprechenden Motor dran, wahrscheinlich so ein. Da oben ist der Motor für das Bandsystem da dran. Ja. Toll. Also. Ich bin gerade irgendwie platt, weil normalerweise ist ja so, wenn man das da drüben aus dem Trigger rausnimmt, kannst du es ja eigentlich nicht mehr automatisch überladen. Dass es aber jetzt hier mit so einem Trigger geht, ist auch Neuland für mich. Dass du es sozusagen wieder in den Trigger reinpackst, dass du es wieder ausladen kannst. Cool. Muss man natürlich dann testen, wenn es dann einmal, wenn wir dann einmal da sind. Mhm. Aber toll. Tatsächlich, es fängt ja schon an, ne? Bei diesen Wegen. Ich finde das schon großartig, dass die Wege wirklich so individuell angelegt sind. Und dass es wirklich Fahrspuren da drin gibt. Also das ist ja, hier sieht ja kein Weg wie der andere aus. Ne? Also ja, irgendwann kann man die wahrscheinlich wiedererkennen, aber ich sag dir ganz ehrlich, reicht auf jeden Fall so weit, dass ich es nicht wiedererkenne. Und die Übergänge sind halt auch toll. Du siehst da keine harte Kante, sondern richtig schön, so wie es halt sein muss. Ja, auch hier vorne, ne? Wenn du dann siehst, da siehst du sogar die Fahrspuren, ja, als Übergänge dazwischen. Das ist einfach ein feines Stück hier. Auch das hier, was haben sie da genommen? Das sind doch wieder die Schildpflanzen, oder? Ja, das sind wieder hier an dem Abfluss. Ja, die Schilfpflanzen. Irre. Irre, irre. Gibt's nichts zu sagen. Ja, liebe Zuschauer, muss euch ganz ehrlich sagen, wir haben nicht ganz so viel geschafft, wie ich gerne fürs erste Video schaffen wollte, aber bevor wir hier uns zu weit reinbringen, wir sind schon fast bei einer halben Stunde, werden wir hier jetzt gleich einen Cut machen. Es ist einfach so, wenn du dir die Karten vom Eduardo anguckst, ich habe das jedes Mal wieder, dass ich einfach die Zeit verliere, weil es viel, 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 viel zu viele Details gibt. Haben wir denn irgendwas vergessen zu sagen, was Eduardo uns beauftragt hat zu sagen? Ich weiß mal nicht. Eben tatsächlich. Aber ich glaube, er wäre uns auch nicht böse, weil wir sind hier maximal abgelenkt. Ja, das stimmt wirklich. Aber vielleicht noch zum Schafstall und zur Schafsmilch, man kann tatsächlich die Milch auch weiterverarbeiten. Es gibt in der Molkerei dann wirklich Schafskäse, den ihr herstellen könnt. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Und ach, guck mal hier, der Bauernhof bei der Rinne hat sogar drei separate Ställe. Kälber, Mastkühe und einen für Milchkühe. Ah ja. Um die Kälber zu füttern, wird ein kleiner Milchwagen verwendet, der als Accessoire-Mod automatisch geladen wird, wenn die Karte geladen wird. Ach, guck mal. Die Kälber- und Milchkuhställe verfügen über ein automatisches Dunghakensystem. Das ist das, was ich gemeint habe, ne, was den Mist daraus holt. In der Nähe der Stelle befindet sich die Güllegrube mit einem automatischen Güllewagenfüllsystem. Gut, jetzt müssen wir noch machen. Also, Yogi, bevor wir den dritten Stall nicht gefunden haben, können wir hier nicht von der Karte runter. Machen wir uns mal auf die Suche.
So, hier links den haben wir gefunden, hier rechts den haben wir. Da haben wir auch schon Kühe reingepackt. Milch, Kühe, ich hab ihn. Maske. Du hast ihn. Du bist in der richtigen Richtung. Irgendwo da vorne links muss der sein. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier, hier wahrscheinlich. Ach, guck mal hier. Animal Loading. Ach, das sind wahrscheinlich für die Kälber hier. Das ist so ein kleiner Kälberstall hier. Boah, dann, pass auf, da müssen wir mal ein paar Kälber eben. Ich werde mal eben ein paar Kälber da reinkaufen. Ja. Ach, nee, das sind gar keine Kälber. Das sind Hühner hier. Oh nein. Unangenehm. So, pass mal auf. Das. Hühner, Enten. Komm, kauf mal ein paar Küken hier. Obwohl, die sieht man kaum, ne? Ja, 60 Küken, da müssen wir welche von sehen. Und noch einen männlichen Erpel. So. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie weit die laufen. Hm. Meinst du, die laufen noch hier raus? Das wäre eine gute Frage. Zumachen? Hier konntest du ja nichts, oder? Da war keine Tür? Nee. Dann müssen wir mal beobachten. Guck mal, ein Küken liegt schon platt in der Sonne. Oh, der ist auch hier. Also der Stall ist auch wieder ein Träumchen. Guck dir das an. Auch mit diesen Stangen hier, wo die Hühner drauf sitzen können. Schon cool. Jetzt haben wir immer noch nicht den dritten Stall gefunden. Ja, ne? Also den jetzt haschen. Hier. Mhm. Ach ja, guck mal hier. Hier ist der Kälberstall. Pass auf, ich kaufe hier mal ein paar Kälber rein, ne? Ja. Guck mal, 30 gehen hier maximal rein. Ah, schön. So muss das aussehen. Kann man die eigentlich mit Milch füttern? Ist da schon irgendwie was geändert worden? Achso, das weiß ich tatsächlich nicht. Meinst du, die kann man mit Milch füttern? Nein. Das wäre nämlich noch so eine Anregung, das wäre cool. Das wäre wirklich cool, ja, stimmt. Ne, hier ist tatsächlich Wasserträger auch. Mhm. Das stimmt, das wäre wirklich cool, wenn man die mit Milch füttern müsste. Aber da muss das Tiersystem, glaube ich, auch nochmal extra anpassen. Ja, ne? Das denke ich auch. Aber das Ding ist, du kannst hier ja auch normale Kühe reinkaufen. Also es gibt ja keine wirkliche Unterscheidung zwischen... zwischen den Stellen. Ich könnte jetzt hier auch normale Kühe reinkaufen. Richtig. Genau wie bei den anderen. Aber diese Unterteilung ist cool. Das ist übrigens sehr cool, dass es von GTX vor kurzem diesen Mod gab, wo du auf dem Hof halt Kühe hin und her schieben kannst, so quasi so einen Viehtrieb machen kannst. Ne? Ja. Mega. Wenn ja die Kälber so ein bisschen rauswachsen, ist es ja durchaus sinnvoll, die dann transportieren, damit die nicht alle immer mit dem Anhänger hin und her fahren muss. Ja, ihr seht schon, liebe Zuschauer. Nochmal gut, dass ich nochmal reingeguckt habe. Und jetzt sind wir schon wieder weiter. Das ist einfach irre. Oh, Mario, hier, guck mal, hier noch eine Kleinigkeit. Ist noch was? Ja, eine Glitzekleinigkeit. Hier, halt, rechts von dir, rechts von dir. Da. Da, guck mal hier. Das grüne Schild. Ah, guck mal. Was könnte das bedeuten? Ja, aber liebe Zuschauer, das ist ein schöner Cliffhanger. Vielleicht schreibt uns mal in die Kommentare, was dieses Schild hier bedeuten kann. Wir wissen es tatsächlich schon. Ich gebe es zu. Wir werden es auch benutzen des Späteren. Kommen wir aber in einer der nächsten Folgen dazu. Aber ja, das ist ein schönes... eine schöne Info. Ich mache mir noch mal einen Gesamtüberblick über den Hof hier. Ein toller Hof. Also ich hätte ja ursprünglich gesagt, ich spiele den Schafhof spielen, weil der so schön aufgebaut ist, aber der hier ist auch schön. Mhm. Das Ding ist, ich habe noch gar kein Projekt. Ich glaube, wir brauchen wieder ein italienisches Projekt. Hilft nichts. Es hilft nichts. Obwohl die Gebäude so unterschiedlich sind, so unterschiedlich aufgebaut, dann kann man bei diesen Gebäuden schon direkt die Historie sehen. Ne? Also eigentlich kannst du den Aufbau sehen. Du siehst, dass es nicht alles nicht das hochmodernste, neueste ist, aber du siehst schon so Epochen des Hofes, die der durchgemacht hat. Mhm. Toll, toll gemacht. Ja, aber liebe Zuschauer, jetzt wirklich. Für dieses Video ist es zu Ende. Lasst uns gerne ein Däumchen da, guckt auch gerne beim Yogi natürlich rein. Die Links alle in der Videobeschreibung, aber noch nicht, also ihr könnt hier draufklicken, natürlich kommt auf die Webseite von Eduardo, aber erst wirklich Sonntag 7 Uhr am 29.10. könnt ihr es herunterladen. Und
Bis dahin werden wir euch noch mit ein wenig mehr Informationen zu dieser Karte versorgen. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt. Ja, dasselbe gilt na klar bei mir auch. Schaut gerne bei Mario vorbei. Und wie sagt man auf Italienisch? Sagt man da Arrivederci? Oder Arrivederci. Nur Ciao? Ich weiß es ciao, nicht. Ciao, ciao ragazzi. Macht's gut. Ciao, ciao.